großen und kleinen Dino-Fans und Fans von prähistorischen Säugetieren. Heute habe ich mal was aus der Collector-Reihe von prähistorischen Säugetieren auf meinem Review-Tisch. Und wie unschwer zu erkennen ist es der Smilodon. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, den einst als Säbelzahntiger beschriebenen großen Fleischfresser aus dem Oberpliozän bis späten Pleistozän. Und gemessen an der Zeitachse des Lebens auf unserer Erde ist das ja alles noch gar nicht so lange her, wo dieses Tier existiert hat. Ja, also er lebte vor 2,5 Millionen Jahren und starb wohl vor ca. 12.000 Jahren aus. Also ist noch gar nicht so lange her. Von der Systematik her gehört er zu den Katzen, wie unschwer zu erkennen, also zu den Felidae, genauer gesagt zu den Säbelzahnkatzen, also zu den Machairodontinae. Unterschieden wird er in drei Arten: Smilodon gracilis, Smilodon populator und Smilodon fatalis. Smilodon, das stammt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie Meißelzahn, also Smile für den Meißel und Odus für den Zahn. Und er ist eine Gattung der ausgestorbenen Säbelzahnkatzen, die während des Pleistozäns in Amerika weit verbreitet war. Innerhalb der Gattung werden mit Smilodon gracilis, Smilodon populator und Smilodon fatalis drei Arten unterschieden, die sich in ihrer Größe und anderen Merkmalen deutlich unterscheiden. Die Gattung Smilodon überlebte bis zum Ende des Pleistozäns und starb erst am Beginn des Holozäns vor etwa 12.000 Jahren aus. Die drei Unterarten des Smilodon werden aufgrund ihrer Größe und ihrer Rolle in der Nahrungspyramide auch als Säbelzahntiger bezeichnet, obwohl keine nähere Verwandtschaft zum Tiger besteht. Stattdessen haben sich die Smilodon-Arten entwicklungsgeschichtlich und morphologisch deutlich von heute lebenden Großkatzen unterschieden. Im Gesamtbild dürfte Smilodon an heutige Großkatzen erinnert haben, unterschied sich von diesen jedoch in einigen charakteristischen Merkmalen. Mit seinem abschüssig verlaufenden Rücken, den kurzen Beinen und den extrem kraftvollen Schulter- und Nackenpartien war Smilodon etwas kleiner, aber dafür viel muskulöser und schwerer gebaut als die großen Raubkatzen von heute. Der größte Vertreter der Gattung erreichte geschätzte 300 Kilo und war damit schwerer als heutige Löwen und Tiger. Charakteristisch waren der kurze Stummelschwanz und die langen Säbelzähne, die bis zu 20 cm aus dem Kiefer ragten. Diese riesigen Eckzähne hatten keinen annähernd kreisförmigen, sondern einen ovalen Querschnitt, was das Eindringen in das Fleisch des Opfers erleichterte. Obwohl im Laufe der Forschungsgeschichte eine Reihe verschiedener Taxa von Smilodon beschrieben wurden, sind heute nur drei Arten allgemein anerkannt. Smilodon gracilis, die kleinste Art, war mit 55 bis 100 Kilo etwa so groß wie ein Jaguar und lebte ca. 2,5 Millionen bis 500.000 Jahre vor unserer Zeit. Sie ging wohl direkt aus dem Meganterion hervor und ist uns vor allem durch Funde aus den östlichen USA bekannt. Wahrscheinlich entstanden aus Smilodon gracilis, also gracilis bedeutet ja schlank, beiden späteren Arten Smilodon populator, also Plünderer, Zerstörer ist es, und Smilodon fatalis, also schicksalshaft. Beide starben vor etwa 12.000 Jahren aus. Die südamerikanische Säbelzahnkatze Smilodon populator lebte in den östlichen Gebieten Südamerikas und war die größte Art, die die Säbelzahnkatzen hervorbrachten. Sie erreichte ein Gewicht von 220 bis 360 Kilo und eine Schulterhöhe von etwa 1,2 Meter. Die bis zu 28 cm langen Eckzähne ragten ungefähr 17 cm aus dem Oberkiefer hervor. In Nordamerika und den pazifischen Teilen Südamerikas lebte der Smilodon fatalis. Diese Art lag größenmäßig zwischen den anderen beiden Arten und wog etwa 160 bis 280 Kilo bei einer Schulterhöhe von rund 1 Meter. Sie unterschied sich in einigen wesentlichen Merkmalen des Schädels und der Proportion von Smilodon populator. Die Verbreitungsgebiete von Smilodon populator im Osten und Smilodon fatalis im Westen wurden durch die Anden getrennt. Gelegentlich werden auch Smilodon californicus und Smilodon floridanus als eigene Arten aufgeführt. Sie gelten meist aber als Unterarten von Smilodon fatalis. Die bekanntesten Fundstellen von Smilodon fatalis liegen bei Rancho La Brea im heutigen Kalifornien, wo mehr als 160.000 Knochen der Art gefunden und identifiziert werden konnten.
Kommen wir jetzt zum Modell selber. Ihr habt ihn ja in einigen Szenen schon gut bewundern können. Ja, also beeindruckend ist hier zum Beispiel auch diese extrem gute Fellstruktur dieses Modells. Ja, besonders auch hier oben am Widerriss und so weiter. Also das finde ich absolut klasse und es lohnt sich wirklich, sich die Collector-Säugetiere, die prähistorischen, auch mal genauer anzusehen. Ja, auch die anderen Modelle aus den heute lebenden Tieren aus diesem Bereich. Ja, es lohnt sich, die machen einfach schöne Figuren. Dafür liebe ich Collector. Und ich finde, dieses Milodon von Collector ist absolut überzeugend. Es gibt ja Modelle, die sehen irgendwo ein bisschen albern aus, aber der hier ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Auch die Tatzen extrem gut gemacht. Ich finde, auch die Unterseiten, die sind alle nochmal extra ausgestanzt oder sehen aus wie ausgestanzt ein bisschen und dann auch koloriert. Wunderschönes Modell, also muss ich den unbedingt haben. Auch er kommt in einem ja, Karamellfarben daher, hat viele, viele Punkte auf seinem Fell. Die Unterseite ist in einem Grauweiß gehalten, das Maulinnere ist eher rosa. Die Augen sind gelb unterlegt, ja, schwarz umrandet und haben eine kleine schwarze Pupille da drin. Die Nase ist auch sehr schön angezeichnet. Hier nochmal typisch für die Säbelzahnkatzen der kurze Stummelschwanz. Und wir haben es hier eindeutig mit einem Kater zu tun. Wunderschön. Also allein schon auch der Körperbau, ja die Gestaltung des Körpers dieses Modells ist einfach verblüffend. Ja, also ich finde es klasse. Die ganze Stellung hier überhaupt, ja. Also wirklich, das Teil ist meine Ansage, ne? Schaut euch nun mal diese geniale Gestaltung des Fells an. Ist das nicht wirklich meisterhaft gemacht? Grandios. Wenn man bedenkt, dass es sich hier im Prinzip nur um ein Spielzeug handelt. Die heutigen Figuren sind ja derart von verblüffend gemacht, also ich staune immer wieder. Sowas hätte ich zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, auch gerne gehabt, aber wahrscheinlich hätte ich es mir dann eh nicht leisten können. So, hier haben wir dann mal die Unterseite des Modells. Ja, die hellere Bauchseite. Man sieht hier auch nochmal so, ja, so eine Fellfalte, so eine Hautfalte. Und hier an der Flanke dann auch nochmal im Übergang zum Unterbauch. Er hat ebenso auch eine sehr, sehr schöne Silhouette. Sehen wir noch gleich mal von oben. Schönes, schlankes Tierchen. Ein recht breiter und kurzer Kopf. So sieht er dann mal als Gesamtes von unten aus. So einmal direkt von vorn und so direkt von hinten. Wirklich sehr beeindruckendes Modell. Sehr beeindruckende Pose, wie ich finde. Und einfach nur schön gemacht. Dieses Modell hier ist ca. 13 cm lang und etwa 7,5 cm hoch. Tja, Lieben, das war also der Collector Spilodon. Ein wunderschönes Modell aus der Reihe der prähistorischen Säugetiere. Ich hoffe, ihr fandet das Video heute auch informativ und interessant zugleich. Und vielleicht holt ihr euch dieses Modell ja auch für eure Sammlung. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich klicke mich dafür wieder aus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, also Rummer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!